Herzlich willkommen zu der neuen Donkey Kong Country Tropical Freeze Folge und ich hoffe irgendwie, dass dieses K-Level in dieser Welt nicht im Wasser stattfindet, aber ich befürchte das Schlimmste. Gut, hallo Funky, willkommen zurück, ich hab's irgendwie übersprungen. Okay, für ein klassisches Camping ist Rot die beste Farbe. Was machen die anderen Ballons? Abgründe ziehen dich runter, aber so richtig grüne Ballons heben gleich die Stimmung. Blaue Ballons bieten alles für einen extra langen Spaß. Unter Wasser! Hier füllt deine Sauerstoffleiste, sobald sie leer ist. Cool, was? Ah, das ist tatsächlich cool. Willst du mal kräftig abheben, dann hol dir Dixie mit an Bord. Ich habe 8 tatsächlich, gell? Ich meine, ich muss ja irgendwie mein Geld ausgeben, weil ich habe 999 Münzen. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir erstmal richtig rein. Mit 19 Fässern. Weil, wieso auch nicht? Versteckt sich dein Affe drin, krass. Ja, Junge, du sperrst sie da ein. Ich muss schon sagen, es gibt echt coole Items. Kompletten Level immer ein extra Herz. Also, ich will die halt nie einsetzen, aber ich finde, es sind schon echt coole Items. Gut, sowas kann man sich zwar kaufen, aber muss man nicht unbedingt. Ich kaufe mir, glaube ich, einfach noch ein paar Spielzeugballons. Wieso habe ich Spielzeugballons gesagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach gegen den Boss oder so, wenn ich dann keinen Bock habe, kann ich die einsetzen. Also jetzt nicht, keine Ahnung. Ich meine, das macht es natürlich schwieriger. Aber das Problem ist halt, eigentlich möchte ich nichts einsetzen, so solche Items gegen Boss oder so. Weil ich mir dann denke, ja, keine Ahnung, dann mache ich es mir halt zu einfach. Deshalb, keine Ahnung. Ich meine, vor K-Leveln oder so, wenn ich dann sonst, also wenn es am Anfang K-Level keinen Kong gibt und ich sonst immer wieder ins Boss-Level rein müsste, mir einen Kong holen und wieder raus, dann ja, hole ich mir lieber so ein Fass und setze es jedes Mal ein, dann geht's schneller. Wenn ich beim Karneval ganz Zeit fehle. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ziemlich cool, aber ich möchte es irgendwie nicht unbedingt einsetzen. Komm, ich würde sagen, 40 ist eine schönere Anzahl. 40 Dixie-Kung-Fässer, weil man die auch braucht, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, 4, 5. Fiesta Kavum. Kavum können Raketenlevel sein, sieht aber nicht so aus. Oder irgendwas mit Dynamit. Wer weiß. Ich schätze, es gibt 7 Puzzleteile, weil beim letzten Mal gab es 5 und ich möchte nicht, dass es 9 gibt. 7, 7 passt noch. 5 ist das Beste, 7 geht auch. Also ich meine, ich sage nicht, dass es mir nicht Spaß macht, die zu sammeln, aber 9 ist schon hardcore viel. Yep, es gibt 7. Okay, doch, könnte ein Raketenlevel sein und sieht übelst geil aus. Oh. Ah, oder sowas. Gut, dann. Habe ich auch nichts gegen. Das Level sieht wirklich cool aus. Ist auch mal was Neues, dass ich sage, dass ein Level cool aussieht. Zack. Gut, hier gibt es nicht wirklich was drin. Dabei hatte ich schon Hoffnungen. Okay, ich freue mich tatsächlich auf ein Level, was mal nicht im Wasser spielt. Kann auch nicht schaden. Gut, da muss man vermutlich kurz runter. Also, ja, dann gleich wieder hoch. Und ich würde gerne zurück, um die ganzen Bananen einzusammeln. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich das mache, ich down bin. Weil ich es nicht rechtzeitig. Shit. Nicht rechtzeitig schaffen werde, wieder Leben zurückzukommen. Und da gibt es keinen Puzzleteil für. Das heißt, ich habe es verschwendet, so gesehen. Weil wie soll ich das jetzt wieder schaffen? Okay, mit Schmackes. Gut, dass das nicht funktioniert, ist irgendwo klar. Schade, ich hatte halt gehofft, dass es mich über ein einzelnes Puzzleteil gibt, weil ich möchte kein Puzzleteil übersehen, da töte ich mich lieber nochmal. Gut, diesmal würde ich sagen, geht's ein bisschen schneller durch. Perfekt. Das Problem ist, dass die halt am Anfang gleich so ein bisschen stark absacken, weshalb man nicht wirklich halt es nochmal schafft. Wieso mache ich das überhaupt nochmal? Weshalb man es nicht nochmal wirklich schafft, dann da hochzukommen in dieses Ding. Gut, okay. Fieses Hasenfieder hinten. Perfekt, eingesammelt. Ich nehme die einfach mal mit, kann ja nicht schaden. Eieiei, oh shit. Ich hoffe, hier gab es nichts für. Wäre irgendwie gut, wenn doch. Hierfür vielleicht? Ja. Yep. Einfach da, wo es riskant ist, gibt es eine Belohnung für. 1 von 7. Naja, mal sehen. Das Level sieht schon wieder wirklich cool aus. Also, ich feiere jetzt echt, dass es mal kein Wasserlevel ist. Weil ich meine, natürlich habe ich nichts gegen Wasserlevel oder so, aber andere Level sind mir schon lieber. Dixie ist so overpowered. Mit jedem anderen Kong wäre es schwieriger gewesen, weil ich dann, also mit einer Rolle hätte machen müssen. Ich meine, gut, hätte ich jetzt so auch machen können. Aber mit Dixie ist es einfach deutlich einfacher. Lass mich raten, hier oben gibt es was. Oder nicht? Nope. Das sind auch so diese kleinen Details, weil dieses Ding, die in der ganzen Zeit natürlich gegen diese Holzstäbe da gegenkommt, dass da dieser Holzstab kaputt ist. Diese kleinen Details, die machen es aus. Also ich meine, gut, ist relativ offensichtlich, dass man sowas nicht vergisst zu animieren oder was auch immer. Aber trotzdem, kann es sein, dass es hierfür was gab und ich nicht schnell genug war? Ah, oder dass man. Ich bin so dumm, man musste das aktivieren, damit man da hochkommt. Och Gott. War sogar zwingend notwendig. Wow. Jetzt habe ich Dixie verloren. Okay. Cool. Ey, das Level ist so cool. Komm, ich meine, ich kann einfach alle wegwerfen. Ja, muss man vermutlich auch, damit man lang genug überlebt. Komm. Und. Hallo? Hau doch ab, du Scheißteil. Und durchbrochen. Und Checkpoint. Hey, diese. Was sind Stalaktiten? Genau, Stalaktiten müssen es sein, die von oben herabhängen. Sehen auch aus wie so ein bisschen so Kraken-Ding. Ich meine, passt ja, ich habe im letzten Part den Kraken. Boss besiegt.
Gut, jetzt nur die Frage, ob es hier irgendwo eine Belohnung für gibt. Wieso habe ich keine Rolle gemacht? Ich dachte irgendwie, dass das andere auch direkt absinkt, aber ich muss erst draufkommen, damit es absinkt. Also, aber die anderen sinken auch so ab. Sachen gibt's. Unverschämtheit. Okay. Uiuiui. Ich meine, es geht. Es ist nicht allzu schwierig im Moment. Alter, ich weiß, es ist offensichtlich, was man machen muss. Ich würde sagen, ich sterbe dann mal. Aber der hat nicht nochmal den Fisch gut geworfen. Beziehungsweise ich habe es das erste Mal, ja, versemmelt, das zu erwischen. Okay, man kann auch. Nein, nein, nein. Please. Ich meine, er gibt einem schon extra eine zweite Chance zum Glück. Oh, ich sollte vielleicht mich mal saven. Ich springe einfach mal rein. Gibt's unten was? Es sieht, wisst ihr was? Es sieht so aus, als könnte man sich unten hinschießen. Ich dachte, da kann man stehen bleiben. Ich dachte, das ist die Challenge. Irgendwie, aber ich töte mich ganz oft in solchen Situationen, weil ich denke, dass es was gibt, aber dann gibt es nichts. Okay, man kann. Ja, perfekt. Wenn man instant die Rolle ausführt, kann man es auch so schaffen. Eins, warte, was? Ich habe eins von sieben. Eins von sieben und drei von vier. Da habe ich bestimmt noch nichts verpasst dann. Hä, wo bin ich? Ach, da an dem Fass. Ich wüsste gern, wo ich mich da hinballern kann. Okay. Holy shit, bin ich verwirrt. Da kam es einfach. Kein Puzzleteil. Gut. Ich meine, wie soll doch ein Puzzleteil kommen, wenn ich, ja, mir noch ein Kornbuchstabe fehlt und noch sechs Puzzleteile. Wieso sollte dann da auch ein Puzzleteil rauskommen? Oh, man kann sich nicht ducken, beziehungsweise ich habe mich vielleicht zu spät geduckt? Ey, da kann man aber auch nicht ausweichen, diesem Ding. Oh, wow. Ich hatte schon gehofft, dass es mal ein Puzzleteil gibt, aber nee, sowas tun wir hier nicht. Puzzleteile sind denen irgendwie zu low oder so, keine Ahnung. Please, hier oben muss es was geben. Ja, yeah, muss es. Danke. Aber es kann doch nicht sein, dass ich eins von sieben habe und schon drei Buchstaben. Holy shit. Also da läuft echt dann einiges falsch. Der Raum ist ganz cool. Und ich habe den Raum erledigt. Perfekt. Und dann würde ich sagen, habe ich mindestens ein Puzzleteil verpasst. Also sowas von mindestens ein Puzzleteil verpasst. Muss ja, also es muss. Oh. Das ist gemein. Ah, okay, man muss das auf jeden Fall so holen. Jetzt wundere ich mich die ganze Zeit, wo denn noch ein Puzzleteil sein könnte. Ja, yeah, da unten. Jetzt müssen sie ja mir irgendwie die Puzzleteile hinterher schmeißen, weil ich meine, wenn man drei Buchstaben hat. Und ja, wahrscheinlich habe ich eins verpasst, aber so viele werde ich jetzt auch nicht verpassen, weil ich war meines Erachtens schon relativ gründlich bei der Suche nach Puzzleteilen. Von daher, da ich nicht so viele. Entweder bin ich mit dem Ducken einfach zu spät oder keine Ahnung. I don't know. Ah. Da, stirb. Oh, oder auch nicht. Wie soll ich den eigentlich töten? Mit den Bomben, die man nicht einsammeln kann? Weil dieses Ding einen die ganze Zeit erwischt? Ey, ich hasse es. Da, stirb. Dann töte ich einfach so. Perfekt. Muss man. Okay, also. Was zum Teufel? Kann es sein, dass man. Ja, dann stirbt. Okay, ich will da nichts sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ein Puzzleteil verpasst habe. Okay, wenn man sich duckt, dann kann man auf jeden Fall davor entkommen. Hä? Ach, das dreht sich doch. Okay. Kann man irgendwie alle einsammeln? Das geht gar nicht, oder was? Hä? Ich habe mich bewegt. Das war dumm. Und wie kann man da bitte alle Granaten einsammeln? Och nee, was habe ich getan? Ich bin cranky, kann ich halt erst recht nicht umgehen, ne? Ich meine, er ist schon ganz cool, aber irgendwie nicht so stark. Obwohl er vielleicht, obwohl er in diesem Level auch nicht gut sein dürfte, was auch immer. Also Cranky hat, finde ich, eine coole, also funktioniert cool, aber es lohnt sich halt nicht wirklich, ihn zu holen. Wow. Ich wollte richtig springen, wurde dann getroffen, deshalb habe ich nicht mehr rupanzen können. Okay, kann man jetzt wieder alle einsammeln? Ich glaube, es geht einfach nicht. Und gibt es irgendwo ein Puzzleteil? Man weiß es nicht. Vielleicht ganz rechts oder in irgendeiner der Boxen könnte ja sein, das ist das Problem. Naja, ich würde sagen, deshalb kann ich nochmal neu starten. Immerhin 3 von 7. Okay, mit Dixie kommen wir auch so hier rein. Wie soll man das denn sehen? Gut, was ist das für ein Raum? Oh. Der Raum sieht cool aus. Vor allem, weil man sich dann selber nicht töten kann. Alles klar. Okay, das ist. Hat auf jeden Fall sehr viel mit Skill noch zu tun. Ja, gut, das geht schon. Okay, man kann schon abtimen. Okay, das war ein sehr einfacher Raum, würde ich sagen. Wisst ihr was? Ich fühle mich verarscht. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Weil ich habe nachgeschaut und ja, hier gibt es ein Puzzleteil. Aber meine Bombe ist einfach vorhin nicht zum Platzen gebracht, weil die schon mal genau am Rand war, sodass es nicht aktiviert wurde. Gut, die ganzen dummen Tode, würde ich sagen, schneide ich zwischendurch einfach mal raus. Okay, dieses Puzzleteil ist aber auch gemeint, muss ich sagen. Wer kommt denn darauf, bitte? Da, perfekt. Es ist schon gemein, muss ich sagen, da ein Puzzleteil zu verstecken. Gut, und dann würde ich sagen, ja, ich meine, wo ist jetzt das Puzzleteil? Das ist ja, glaube ich, relativ klar. Auch wenn es vermutlich ein bisschen asozial ist. Ja, weiter geht's, ne?
Es ist vielleicht auch nicht ganz so klug, dass ich diese Videos immer um 5 in der Früh aufnehme. Nein, es ist 5 Uhr 9. Obwohl das letzte Mal habe ich, die letzten irgendwie habe ich um 4 aufgenommen. Ja, also 4 bis 5, ach, keine Ahnung. Ich meine, ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie müder als sonst, aber trotzdem, vielleicht kann. Ist irgendwann tagsüber sinnvoller? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, wo bleibt denn da die extra Challenge? Gut, nicht, dass es jetzt eine extra Challenge gäbe, aber. By the way, kann man den einfach treffen, indem man mit der Bombe tötet, vermutlich. Ist der One-Hit? Jo. Gut, dann würde ich sagen, ich meine, es ist ja relativ offensichtlich, wo es jetzt ein bisschen ist. Vorne war ich links, dann müsste es jetzt rechts eventuell. Ja, es ist. Ich bin dumm. Okay. Beschreibt ziemlich gut. Dachte irgendwie, dass ich es instant einsammle. Gut, diesmal bitte bekommen das Puzzleteil. Wäre geil. Möchtest du bekommen? Yeah, danke. Okay. Gut, dann würde ich sagen, habe ich auch alles. Und 7 von 7. Okay, vielleicht gibt es ja doch kein Secret Exit. Also ja, gibt es nicht, weil sonst wird da was anderes angezeigt. Scheinbar scheint es unten ein Skull-Level zu sein, kann es sein. Also das Level da unten, was ich ganz am Anfang freigeschaltet habe, ist 4A. Noch drei Level, die ich nicht freigeschaltet habe. Ja gut, das Boss-Level halt hier unten, dann das Level hier. Und dann ist er hier, aber das ist Karl-Level. Das heißt, da muss eigentlich ein Secret Exit geben. Hä? Ach, wisst ihr was? Man sieht bei dem 4A-Level, dass ein Weg nach oben führt. Dann schaltet man das da frei. Ja, gut. Gut, dann würde ich sagen, habt euch einen Tag, macht's gut, bis nächste Woche gibt's nächsten Stream und ja, ciao, ciao.